Hallo, mein Name ist Issa Sigurðardóttir und ich bin eine Kriminalautorin aus Island. Ich habe ein neues Buch in Deutschland. Es ist das vierte Buch in der Hulda und Freya Serie und heißt den Titel Abgrund auf Deutsch. In diesem Buch müssen der Kinderpsycholog Freya und der Polizist Hulda einen Fall lösen, in dem ein Investor ermordet wurde. Sein Körper ist gefunden, hängt in einem Lavafeld, das historisch als Ausführungsort genutzt wurde. Als die Polizei sein Haus betritt, findet sie ein kleines Kind, einen Jungen, der keine offensichtliche Verbindung zum Investor hat. Der Junge kann nicht erklären, wer er ist und wie er in der Wohnung gelandet ist. Ich hoffe, Sie lesen Abgrund und ich hoffe, es wird Sie gefallen. Mein Gymnasiumdeutsch ist nicht gut genug, um Ihnen aus der deutschen Version des Buches vorzulesen. Stattdessen werde ich ein wenig aus der isländischen Version lesen. Líkið bærðist til í vindinum, snerist makindalega hálfhring og svo tilbaka. Hulda leit undan þegar bláleitt andlitið birtist að nýju, útstæð tungan svört og óþægileg á að líta. Höfuð mannsins lúkti niður á bringuna og var engu líkara en að hann starði niður á fæturna í forundran yfir því að hafa misst annan skóinn. Nú beið skórinn inn í bíl tæknideildarinnar, innsiglaður í poka. Það bjóst enginn við því að hann myndi varpa neinu ljósi á þetta dapurlega sjálfsmorð, en enga síður var verklagi söfnun gagna á vettvangi fyllt. Að vísu var meðferðin á skónum nánast það eina sem var eftir bókinni í þetta sinn. Vielen Dank. Und meine beste Wünsche aus Island.